zu sehr aufs Land gefahren. Die geht ja schon wieder gut los. Warte, vielleicht kriege ich es frei. Jetzt. Jetzt ist es frei. Ich konnte Kannst du wieder einsteigen, Distant? Ich konnte sonst einen Heli holen, dann würde ich mich abholen. Ja, dann hol einen Heli und hol uns hier ab. Dann steigen wir hier aus und dann gehen wir in den Heli. Ja, ich schwimme gerade rüber, ich hole einen Heli. Wir haben, müssen wir fast da hinten sind irgendwelche Feinde, ne, noch. Ja, dann bleib doch einfach hier. Aber ich bin auch schon da, alles gut, ich bin hier. Ich würde immer nur noch gerne wissen, was dieses Tor-Symbol bedeutet, weil das mir immer noch angezeigt wird. Da musst du, glaube ich, irgendwas öffnen oder so. So. Dann verteile ich derweil mal meine Fertigkeitspunkte, die ich noch habe. Tu das. Muss mal eben gucken, ob ich jetzt hier so problemlos an den Heli rankomme. Ist nämlich alles rot. So, damit habe ich für mich schon mal den Fallschirm freigeschalten. So, ist der, da ist der Heli. Das war ja klar, ne? Ich sehe gerade, man kann also auch doch nachträglich noch seinen Charakter optisch verändern. Ja, das kannst du machen. Ich muss gucken, ob ich hier so ohne Problem an den Heli rankomme. So, und was machen wir jetzt dabei hier? 100 Flaschen Bier an der Wand. 100 Flaschen Bier. Wir warten einfach. Naja, ich muss mich eben dran vorbeischleichen. Bist du bei den Gegner gespawnt oder was? Aha. Ich muss jetzt hier. Oh ja, mitten, aber auch mitten in der City kann das sein. Du bist praktisch mitten in so einer bolivianischen City gespawnt. Oh, wie das ja, aussieht. Ja. Ich muss jetzt mal eben gucken, da wo ich hier nach oben komme. Hetz mich nicht! Ich muss hier schleichen. Hetz mich nicht! Genau. Das ist sowieso ein sehr schleichlastiges Spiel. Immer schön in der Hocke. Aber ich bin schon oben. Das ist übrigens ein Story-Einsatz, ne? Den wir da jetzt umgehen. So. Wo seid ihr denn? Ich bin am Weg. Wir sitzen hier wie die drei Waschbären. Uns ist kalt, wir sind nass. Hol uns. Du musst mal gucken, dass du hier eine Fläche findest, wo du auch landen kannst. Ja, eben, das würde ist. Ich sehe hier gerade kaum was. Wir nehmen an. Ich bin im. Ich komme. So, ihr müsst mir jetzt sagen, wo ich hin muss. Ich sehe auf der Karte nichts. Praktisch musst du jetzt. Ist markiert. Nicht einmal drehen. Nee, warte mal, das ist. Hä? Wieso? Ach, oh, leck mich doch mal. Ich steck rein. Nee. Links. Gut. Aber genau, das ist wieder der Story-Mission, ne? Ist das hier 600 Meter? Das, was jetzt hier unten ist, das Grundstück da. Vor dir, wo das Licht brennt auf dem Boden. Ja, alles klar. Ja, genau, ja. Ich quatsch schon alle Materie sozusagen. Ja. Ja, das ach, ist das aber. Ist wieder, ja, das ist der gleiche. Das, wo eben der Heli weg ist. Also ja. Da müssen wir jetzt wirklich mal taktisch ran. Ja. Also ohne mich. Dann steige ich jetzt hier mit falschem aus. Nein. Ach du, das kenne ich. Das macht man besser vollständig. Weißt du, wir fliegen irgendwo hin, irgendwann sagt er chill und dann ist er weg. So. Ich würde sagen, dann steigen wir mal hier aus und dann gehen wir mal taktisch an die Sache ran. Genau, taktisch. Taktisch. Wir tagen mit dem Tisch. Du
glaube nämlich, wir brauchen den Heli. Setze Drohne ab. Ich nehme die Drohne. Ja, wir müssen nämlich hier den Heli stehlen. Mhm. Da ist die 5. Da ist auch noch einer. So, jetzt sind auf jeden Fall alle markiert. Sehr gut. Willst du jetzt hier rein oder wollen wir rum drumherum gehen? Ich sehe von hier wieder an. Ich schlafe mit der Fahne. Ist halt die Frage, wie wir es machen, ne? Weil sobald die uns entdecken, steigt wieder einer in den Heli und haut ab. Ja. Das stimmt halt. Die Frage ist, ist das immer derselbe, wenn der in den Heli steigt, oder ist das, wenn der da einfach reinsteigt? Das ist egal, wenn er reinsteigt. Ich meine, die konnte man auch ablenken. Einer stürzt rein, schnappt sich den Heli und haut mit dem Heli ab. Erstmal. Ja, weil da ist jetzt gerade einer, der so ein Offizier mit zwei Balken oder so, dürfte ein Offizier sein. Ja, das ist egal. Wenn er den jetzt abschießt, dann steigt ein anderer ein. Also du musst den Heli holen. Das Problem, ich kann jetzt nicht einfach. Also ich würde mich jetzt schon einfach reinbewegen und abhauen. Das Problem, wenn ich den gestartet, da bin ich wahrscheinlich tot. Das ist es halt, ne? Scheiße. Vorsichtig, Leute, die sind ein bisschen alarmiert. Innenlegen am besten. Warte mal, ich versuche jetzt mal was, ob ich sterbe oder nicht. Scheiß drauf. Jetzt mal weg. Ich kann fliegen. Hast du? Ja, ich hab ihn. Haut mal ab. Du bist weg. Ich hole euch gleich ab. Ich habe leider keine Möglichkeit. Ja, die schießt auf den Heli, klar. Warum bleibt ihr da stehen? Kommt doch mit jetzt hier, einfach abhauen. Aber irgendwie ist auf dem Gelände auch noch ein... Da ist noch was, ja. Ihr müsst euch beeilen, da kommt ein Auto. Bin unterwegs. Abflug. Nee, abflug nur einer. Ja, Entschuldigung. Gehört dazu. Andere Seite. Das Auto fährt erstmal. Na, an der Seite. Genau, jetzt sind alle drin. So, wohin jetzt damit? Zum grünen Pfeil hier vorne. Konvoi da unten. Stehlen und Rebellen gegen Kartelle helfen? Was gibt's Besseres? Nebeneinsatz war das. Oh. Ja. Da vorne ist wieder eine Story-Mission.
das war eine. Da sind wieder irgendwelche Leute. Ist tot. Vorsicht, sind auch Gegner. Nee, aber nur der eine. Nee, da sind mehrere. Die müssen erstmal alle markieren. Achso. Naja, das sind immer mehr. Die haben eine Leiche gefunden. Auf der Karte. Das ist halt das Problem. Jetzt immer wieder entdeckt. Deswegen immer erst die Drohne losschicken. Und vor allem langsamer machen. Ja, da ist nämlich auch einer mit. Darum markiert. Der wird nämlich das Problem da werden, genau der. Ich weiß, wo eine inaktive Sendeanlage der Rebellen steht. Fahren wir hin und schalten sie ein. Ich weiß, wo eine Kartellsendestation ist. Schab ihn. Sehr gut. Schaffen schon? Gut. Ja. Oh. Bin gesehen worden. Das sehen wir denn mit mehreren Spiel zu dieser Alleingänge, das ist mal blöd. Takatari hat Eier, das muss man ihm lassen. Gib ihm den Finger und er nimmt die ganze Hand. Haben wir sie alle? Ja, das muss es gewesen sein. Also los. Zumal das nämlich oft doch irgendwelche Sachen sind, wo dann irgendwer mit irgendwelchen Fahrzeugen abhaut und dann, ja, da kommst du dann auch nicht mehr hinterher. Ja. Wie weit ist unser Ziel entfernt? Rauf ins Ziel. Also ich habe noch eins. Damit der Rebellion habe ich noch an. Als einzigster. Okay. Theoretisch wäre aktivieren und verteidigen Sie den Sender der Rebellen. Ach, das ist das hier. Dann mal. Warte mal, wo war das denn? 2 Kilometer. Ich bringe mal kurz meinen Kaffee derzeit weg. Wo hast du, was hast du jetzt markiert, Markus? Also ich habe aktivieren und verteidigen Sie den Sender der Rebellen, Flamme der Rebellion. Ah, okay, ja, dann war das doch richtig, okay. Ist doch besseres Ausflugswetter, oder? Ja. Uiuiui. Was ist denn da? Na, ich wollte mal Geländewagen mal zum Test bringen. Ach so. Ja dann. Oh. Die Drohne ist unterwegs. Alter. Ist aber auch scheiße zu sehen, dass da auf einmal die Strecke kurz nach links noch geben. Hm. Wie lange wollen wir heute eigentlich machen? 15 Uhr? Ja, dachte ich. Ja, passt.
Nein, ich will auch gleich noch mal was essen. Okay, ich denke mal, hier ist besser anzuhalten, oder? Wir sollten lieber da hochlaufen, wenn ich mir das hier so ansehe, die Gebäude und alles. Ja, noch kannst du fahren, noch ist keiner da. Okay. Wir müssen da gleich wieder so den Sender aktivieren und dann kommen die wieder von allen Seiten. Ach so, okay. Hier ist wieder irgendwas zum Dokument oder so. Ah, ich glaube, ich erinnere mich an diese Mission. So, erstmal bevor wir aktivieren, jeder eine Position suchen, oder? Hier kann man wieder Munition auffüllen, Leute. Genau, sollten wir erstmal machen. Erstmal ein bisschen auffüllen hier alles. Ich habe eben schon aufgefüllt, dass wir nicht später kommen. Ja, ich bleib mal hier an dem Eingang stehen. Die kommen hier voneinander von allen Seiten. Ich wollte mich in das Gebäude auch mithocken, wo Kev jetzt gerade drin ist. Ja, vielleicht eine Seite, ne? Ich guck gerade, wo ich hier perfekt. Ja, das sollte passen. Dann aktiviere das ganze Ding mal. Da wir ihre Punkte haben. So. Oh. 2 Minuten, ne? Ich frage euch. Mhm. Herr Markus, wie lange müssen wir das ertragen? Wie lange? Ich denke, das kann ich einen Schalldämpfer auch abnehmen für sowas hier. Braucht man keinen Schalldämpfer. Also ein Auto hat weiter oben gehalten. Mhm. Der praktisch südlich vom Sender. Die sind tot, okay. Ja, die ersten zwei da oben habe ich weg. Hinter uns ist auf jeden Fall Minimum noch einer. Da oben steht auch, da oben steht ein Scharfschütze. Okay. Oh ja, ich sehe es. Ich erwische ihn aber auch nicht. Nee, der steht so bescheuert. Jetzt. Leck mich doch am Arsch. Wie schnell bin ich denn immer tot? Bin auch tot. Ich habe den Raketenwerfer nicht so schnell aktiviert gekriegt. Jawohl. Und einer ist jetzt Jeep noch. Eh gleich geschafft. Jawohl. Yeah. Oh, 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 oh. Haben wir noch irgendwas mit Flamme der Rebellion? Nee, ne? Ah, ich bin tot. Sind wir alle down? Ja. Nee. Noch nicht. Noch nicht. Einer lebt noch. Einer lebt noch. Einer geht noch down. Einer lebt noch. Oh, also. So, wieder da. Komm mal alle rein. Vielen Dank. So. Granate. Voller Fieber. Und lebt immer noch einer. Ja, der ist ja bei mir. Aber hier die Schnauze voll da. So. Das ist tot. Sind alle wieder da? Ja.
Na. Ach, willst du jetzt fahren? Okay. Hier ist irgendein Zeichen, was ich nicht kenne. Ganz komisch. Mal gucken, wenn. Was ist denn hier unten? Ich gehe mal eben meine Muni aufladen noch. Habe ich schon gemacht. Der Leutnant lebt noch. Das ist irgendeine Mine oder so. Die kann ich leider. Das Zeichen, was auf dem Boden ist, dieses Kreis mit den Strichen. Ja, ich habe Haftminen geschmissen. Ich habe nicht gewusst, dass ich keine Granaten habe, sondern Haftminen. Ach so. Ich kann wollte die ganze Granatenschmeißer mich gefragt, warum explodieren die denn nicht? Was wohl hier fährt. Schätze. Ja. Schätze. Alle drin, ja, ne? Ja. Mhm. So, Kev müsste was markieren. Kann man mit. Ja, Entschuldigung. nächste Story wäre hier oben. Ein im Kulta gefangen gehaltener Rebell könnte wichtige Informationen zu Juri und Polito haben. Befreien Sie ihn und finden Sie heraus, was er weiß.